Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Banished. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Town Name, der ist noch gut. Leistenbruch. Ja, Sumpf. Huge. Klima, stellen wir hin. Ja, lasse ich so. Katastrophen lasse ich auch an. Und die Startbedingungen lasse ich auf hart. Weil wir sind ja keine Pussys. Ja. Einfach mal anfangen. Ja, ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Ich kenne mich ein bisschen aus. Das heißt aber nicht, dass ich gleich rumnuben werde. Das kommt vor. Ja, den Rest des Ladebildschirms werde ich mal rausschneiden, denke ich. Jo, da sind wir auch wieder. Erstmal Stopp. Brauche ich ein paar Informationsfenster. Das nicht. Das hier. So. Leistenbruch. Toller Name. So. Ja, womit fangen wir an? Eine Notunterkunft erstmal, würde ich sagen. Ja, die setzen wir einfach mal hier hin. Oder? Ja, hier so. Können sie gleich noch ein bisschen abbauen. Ja, dann mache ich mal weiter. Gucken, was sie noch bauen können. Stockpile, ja, erstmal müssten sie auch Rohstoffe abbauen. So, das reicht. Hier noch ein bisschen. Ja. Nahrung wäre auch nicht schlecht. Felder brauche ich nicht bauen, weil wenn man auf hart anfängt, dann hat man keine Pflanzen zum Anbauen. Bauen wir mal einen Kräutersammler hin, dann baue ich da direkt noch... Wo waren das? Ein Holzfäller. Hier. Also Forester Lodge. Die pflanzen auch direkt gleich nach, wenn es soweit ist. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt im Winter starten. Das ist doch eigentlich... Achso, Frühling, na gut. Da kann es ab und zu mal noch schneien. Erstmal bauen sie sich ihre Unterkunft. Sehr gut. So, dann bauen wir denen mal noch einen Platz, wo sie den ganzen Krempel hinräumen können. Ich habe schon etwas länger nicht mehr gespielt. Also verzeiht mir, wenn ich mich nicht so gut damit auskenne, mit den ganzen Menüs hier unten. Packe ich einfach erstmal hier hin. Was? Zu groß, okay. Können wir ja später noch umändern. So. Jetzt haben sie erstmal ordentlich was zu bauen. Mal schauen, was haben sie denn da? Feuerholz sollte für den ersten Winter reichen. Da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Dann schauen wir den mal zu. Mal schauen, wie heißen die denn hier alle eigentlich? Das hier ist Raymond. Und er ist 3 Jahre alt. Yeah. Voll geiles Alter, um in so einer Welt zu leben. Well.
Well, well. Mal schauen, wen haben wir hier? Lilia. Auch drei. Ganz schön viele Kinder, wa? Kyla. 16. Boah, mit 16 schon arbeiten müssen, das ist kacke. Vor allen Dingen so Bäume fällen und so. Mit 16. Das stell ich mir nicht geil vor. Job, Kind. So, was ist denn? Mach da mal hin hier. Und so, los. Ja, jetzt können sie den ganzen Quatsch auch hier hintragen. Was sie hoffentlich auch machen. So. Wahrscheinlich hat er gerade auto-saved. Ah, jetzt tragen sie das alles hier hin. Was soll denn das? Was denken die sich? Naja, auf jeden Fall, was kann man noch bauen? Gatherer haben wir. Hunting brauchen wir nicht unbedingt. Ich habe natürlich auch noch ein paar Mods installiert. Aber jetzt keine krassen Cheater-Mods. Immer habe ich eine Fischfarm, dann braucht man nicht lauter Docks hier dran. Nee, nicht Docks, sondern so eine Angler-Typis hier am See oder am Fluss. Kann man die einfach überall hinsetzen, wo man will. Was habe ich noch? Das habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Hier Stockpiles, also spezialisierte Stockpiles. Dann kann man zuweisen, was die da reinwerfen sollen auf den Haufen. Brauche ich aber auch eigentlich noch nicht so dringend. Und irgendwas hatte ich noch? Achso ja, Riesenmaps und so. Also ich habe ja auch gerade... Hier sieht man es ja. Ja, das ist die Map. Ist da? Voll die Landzunge. Oder auch Enklave. Ne, Exklave. Ach, keine Ahnung, wie man den nennt. Enklave, Exklave, whatever. Wo waren jetzt die Siedlungen? Irgendwo hier, oder? War die hier? Hallo? Ne, hier oben. Ja, hier war sie. Genau. Mach doch mal hin hier. Das habe ich natürlich vergessen. Man muss natürlich auch Leute zuweisen, sonst hat man verkackt. Und wahrscheinlich habe ich jetzt auch verkackt, weil wahrscheinlich werden sie gleich, wenn der Winter kommt, jetzt ist Herbst, werden meine Leistenbruchner alle den Leistenbruch erleiden. Und so. Das war voll witzig. Nee, aber die sollten jetzt mal schon arbeiten jetzt. Sonst werden sie bald sterben. Im Herbst anfangen mit dem Häuserbau, das ist gut, das ist sehr gut. Machen nichts. Warum machen die nichts? Fangt doch mal an zum Bauen hier. Bilder habe ich ausgewählt. Ja, wenn sie unbedingt sterben wollen, so im Spätherbst anfangen, das Haus zu bauen, ist ein bisschen kacke. Ja, fangt bloß nicht an zu bauen. Ah, warum sterben wir? Warum? Warum erfrieren wir denn? Ah. Ja, baut euch bloß nicht, euer Haus. Genau, klar. Oh, jetzt erfrieren sie. Was für Mongos. Das haben sie auch nicht gebaut.
Ja, ich würde sagen, alle tot. Fangen neu an. Ja, mal gucken, vielleicht hat er geautosaved. Dann laden wir das mal direkt. War ja eigentlich mein Fehler. Da können ja die armen Bürger nichts für. So. Genau, was haben wir jetzt hier? Später Frühling haben wir jetzt. Ja, dann mache ich die mal lieber jetzt schon, sonst ticken sie gleich wieder aus. Können sie gleich auch noch ein bisschen Holz hacken. Hier, macht das weg und das hier. Schon gesetzt? Nee. Doch, habe ich, oder? Ah doch, genau. Da ist das andere. Na, jetzt müssen sie aber mal machen. Jetzt haben sie keine Ausrede mehr, dass ich irgendwie was vergessen hätte. Stein wollen sie jetzt. Schleier. Zur Sicht. Es ist schon Sommer, macht hin. Sonst verreckt ihr wieder. Ja, so eine Notunterkunft am Anfang direkt zu bauen, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, Stein hat gerade gefehlt zum Ende. Okay. Ja, ja, Stein. Eisen haben wir erstmal genug, denke ich. Ja, kann passieren, aber naja, dafür hat man ja die Autosave-Funktion. Ja, ein paar Steine könnten sie noch abbauen. Sieht ein bisschen knapp aus. Sind sie wenigstens nicht mehr wohnungslos, obdachlos. Aber wenn sie sich nicht vor dem Sommer das Ding hier bauen, oder wenn wir das nicht bauen, sage ich mal, dann verhungern die Leute wieder. Ah, da wird's gebaut, sehr schön. Wir arbeiten hier. Alia. Sehr schön, weg ist er. Bau bloß nicht weiter. So, Margaret. Was? So, wer ist das hier? Hansa. Hansa, aber weiter. Er ist Margaret, aber ist ein Typ. Voll der männliche Name. Hier, wo war das jetzt? Gatherer. Sehr schön. Haben wir schon mal zwei Leute, die sammeln gehen. Mal schauen, wie viel Stein haben wir. Nicht so viel. Ja, können sie noch bauen. Noch ein bisschen was für Essen, würde ich sagen. Hunting Cabin. Balkieren.
So. Dann bin ich mal noch so nett und baue denen noch hier einen Weg hin. Da noch. Da noch. Ah, da will er nicht rum. Egal. Autosave, genau. Können seinen Weg hinbauen. Hier noch einen Weg. Und dafür reicht unser Stein wahrscheinlich sowieso nicht. Obwohl, ich habe jetzt schon viel ausgewählt. Wir sollen das mal abbauen, dann sehen wir ja weiter. Ist auch gleich fertig. Stelle ich erstmal ein. Ich werde es ja später wahrscheinlich sowieso rausnehmen wieder, wenn ich Leute brauche halt. Das können sie abbauen hier. Brauchen wir nicht. Wir haben ja jetzt ein Lager hier unten. Wo war das nochmal? Genau, hier war das. Weg damit. Was fehlt uns? Tools, na super. Ja, da... Da machen wir dann... weiter. Ja, da brauchen wir einen Schmied für. Der soll uns die... Tools mal schön schmieden. Was? Nö, eigentlich nicht, wa? Taylor, Taverne, eine Mine. Kann man hier eine Mine hinbauen? Hier zum Beispiel. Oder hier. Na, dann müssen wir erstmal Brücken bauen, bis wir da hinkommen. Da würde es auch gehen, fast. Oder? Tatsache, da würde es auch gehen. Muss ich mir merken. Gut, ich würde jetzt erstmal sagen, das war's für den ersten Part. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da und schreibt am besten noch runter, was, also in die Kommentare, was euch missfallen hat.